Springerfliege, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Und bei 3,5 Grad Wassertemperatur? Anfang März 2022. Es geht wieder nach Seeland zum Meerforellenfischen. Wollen wir hoffen, dass die Forellen schon willig sind? Die letzten Wetterprognosen waren ja hervorragend und ja, die Tage immer über 3, 4, 5 Grad. Nachts immer noch ein bisschen Frost, aber ich denke mal, für die Forellen wird das reichen und ja, sie werden beißen dort in der Kögelbucht, wo es überwiegend hingehen soll. Sind die Bedingungen definitiv für die nächste Woche einigermaßen passabel? Da war die erste Meerforelle heute. Nachläufer eben gerade war definitiv hinter der Springerfliege hinterher und jetzt galt es, diesen Fisch zum Biss zu überreden. Auf jeden Fall. Erst ein zaghafter Anbiss und dann sitzt sie richtig. Nicht schlecht. Jetzt hängt sie. Ja. Oh ja. Bitte lass sie hängen. Bitte, lieber Gott, lass sie hängen. Ja, ich habe sie schon vorher gesehen, immer als Nachläufer. Auf jeden Fall ein maßiger Fisch. Und nun nochmal der Springerfliegenknoten. Hier eine 7,2 Kilo Schnur. Glaube, ach, da steht es 28er. Nur ca. 30 cm mache ich ab. Ich möchte mal das lange Ende nach oben zeigen, haben, ja, nicht nach unten. So einfach eine Schlaufe gelegt. Ja, und jetzt durch die Schlaufe 6-mal das lange Schnurende durchnehmen. So, jetzt vorsichtig zusammenziehen, ein bisschen anfeuchten und das war schon. Untere Ende abschneiden. Und jetzt kommt auch schon die Fliege ran. Hier ist meine Fliege. Einfach ein Knoten. Na. Also der typische Rappala-Knoten kommt hier jetzt zweimal durchgezogen, damit man so eine schöne Schlaufe hat, damit die Fliege super läuft. Bam. Eins, zwei und wieder zurück durch diese Schlaufe. So. Wo ist das Ende? Da habe ich schon die Brille auf, aber heute im Dunkeln hier
Auch jetzt ja wieder los. Zum letzten Mal hier auf Seeland. Ja. Bisschen angefeuchtet. Da. Und auch hier seht ihr wieder schön, hängt sie frei. Und ich mag diesen verschiebbaren Springerknoten, ja. Weil wenn man wirklich mal einen Fisch dran hat, zieht die sich nach unten und dann kann der Blinker sich nirgendwo mehr vertüdeln. Gerade wenn ein Viertel Dreck oder Kraut im Wasser ist. Und lässt sich besser drillen. So, perfekt. Ja, Wetter spielt mit. Richtig geniale Bedingungen. Allerdings, okay, minus 1 Grad. Also kommt wieder die krasse Farbe zum Einsatz. Muss ich nur noch meine Flossen anziehen und dann geht's los. Ja, jeder Einsatz brachte mir einen Fisch. Also im Idealfall passiert das heute wieder. Ja. Die Outcast-Flossen sind immer noch mit die besten. Da kann man auch mal über die Steine so ein bisschen rüberlaufen. Die anderen halt schon geschrottet. So, einsatzbereit. Den Ring gesehen, kleine Forelle. Mal sehen, ob wir sie überreden können. Vielleicht noch ein bisschen langsamer. Also Fisch ist da. Die sind da. Mist. Schöner Biss. Ja, ich liebe es, in den Sonnenaufgang zu fischen. Gleich beim Start sah ich eine kleine Forelle an der Oberfläche. Ich konnte sie sogar noch kurz zum Anbiss überreden, aber er war eher ein Anstupser auf die Springerfliege. Jetzt habe ich noch mal einen Blinker rangehangen. Vielleicht schwimmen hier auch noch ein paar größere. Aber so wie es aussieht, wartet erstmal. Nochmal einen Wurf und dann kommt die Fliege wieder ran. Glück.
oder die Springerfliege zu sein. Und sofort hatte ich keine kalten Füße mehr. Bei 3,5 Grad Wassertemperatur. Eine super Tour und die Springerfliege lag ganz weit vorne. Natürlich Anfang März ist das Futterangebot auch um ein Vielfaches geringer als im Frühjahr oder im Herbst. Aber ich denke mal, falls ich im Herbst nochmal hinfahren werde nach Seeland, wird die Springerfliege hin und wieder mal eingeklebt.